Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Runde Dein Bild mit Franzi Unboxing. Wir haben von DIY Choose wieder Sachen geschickt bekommen. Und ich habe sie schon direkt aus der Tüte rausgemacht, direkt schon so hingelegt. Ihr wisst, dass wir uns nicht mit den Unnötigsten halten. Ich hoffe, euch gefällt das Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ne? Ich suche mir einfach mal das Bild hier in der Mitte aus. Und auf geht's! Legen wir die anderen mal einfach mal auf die Seite. Ja, mein Handy auch auf die Seite. Und wir fangen mal an. Bin selber voll gespannt. Wie gesagt, ich merke mir das teilweise auch gar nicht mehr. Und deswegen bin ich jedes Mal aufs Neue gespannt. Und zwar, ich zoome mal etwas ran. So. Haben wir hier. Ach, genau. Ach Gott, wie süß. Ja, diesen kleinen süßen Donut. Ach, Donut ist ja schon Cupcake. Mal noch ein bisschen ran. Der ist so, ich fand den so niedlich. Der hat 24 Farben. Es ist ein 30x30 Bild, also nicht wirklich groß. Aber ich fand den so süß. Einfach, der ist es. Ich finde die allgemein immer so Augen niedlich und setzt solche Augen auf irgendwas. Das ist einfach immer süß. Dann haben wir hier ein ganz normales Toolkit, eine kleine Schälchen, eine kleine Blabax und einen normalen Stift. Ich finde das so süß, auch diese Farben. Und hier haben wir die Farben auch. Ich glaube, die lasse ich aber jetzt einfach mal. Oder soll ich das aufmachen? Ich mache das für euch auf. Aber nur, weil ihr seid. Ich werde es nie wieder so hinbekommen. Aber das ist schon recht süß. Ich zeig euch erstmal die Leinwand. Wäre das nicht sinnvoller? Ich denke schon. Es sind runde Steine, glaube ich, waren das. Ja. Leinwand ist natürlich wieder top. Die passt perfekt. Auch wie er aussieht, voll süß. Ich finde ihn einfach mega, mega niedlich. So, dann zeige ich die Farben. Wie gesagt, für dieses kleine Bild haben wir 24 Farben. Hier haben wir jetzt so schöne Blautöne. Oh, hier haben wir so, so besser. Mega schöne Farben. Auch die sind hier richtig locker drinnen. Richtig easy peasy. Schon ein gutes Zeichen, wenn die trotzdem so locker drin sind. Wenn sie jetzt kleben würden, wären sie halt ziemlich ölig. Kennt ihr bestimmt auch. Dann haben wir hier noch drei Farben. Also ich finde, dieses Bild ist einfach süß. Das ist einfach so süß. Ein Cupcake mit Gesicht. Das ist einfach, komm, da könnt ihr nichts sagen. Das ist einfach niedlich. Oder was meint ihr? Es ist halt schon ein spezieller Geschmack, sage ich jetzt einmal. Aber ich finde das einfach so süß. Ich schaue, dass ich jetzt nur schnell die Farben wieder zusammenkriege. Dieses Päckchen wenigstens. Zumindest, dass ich dann die Farben beieinander habe. Und ich irgendwie welche dann verloren gehen, das wäre natürlich sehr ärgerlich. So, natürlich. Ja, ich kriege das nie so perfekt mehr hin, wie sie mal drin waren. So, das ist natürlich das erste Bild. Ich fand das ultra, 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 ultra süß. Ich poste euch die Links zu den Produkten auch in die Infobox. Wir gehen zur Number One. Two. Ja. Ich bin auch so in Number One. Doch wäre ja eigentlich cool, eine Number One zu sein. So, wir haben ja nächste Produkt. Und zwar haben wir hier ein Bild, genau, 30x60 und das hat mir auch mega gefallen. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen rauszoomen. Ah, es will nicht. Also, ich muss mal kurz mich anders hinsetzen, damit ihr das besser seht. Na komm, bleib jetzt unten hier. Das ist auch immer so ein bisschen Mobbing, ne? Weil ihr sagt, Bams rollt zusammen. Ich fühle mich etwas leicht gemobbt. Also, wir haben hier. Moment, Leute, Moment. Jetzt hat. Ihr kennt's. Die böse
Hexe von Schneewittchen. Oh, ey, dieses Bild, ne? Klappt einfach mal so zusammen, als Bock hat. Okay, ich glaube, jetzt geht das mal. Wir haben hier, ihr seht ja Schneewittchen mit dieser bösen Hexe. Wir haben hier unten Hasen, Ries. Ich fand das einfach mega, mega hübsch. Ich finde das mega hübsch. Man erkennt es auch richtig gut, dieses Bild ist 30x60 Grad, 24 Farben, ich glaube, das sind auch runde Steine. Ja, ich mache somit erstmal Run. Hier erkennt man es noch besser, kann ich euch jetzt so ein Stücklerweiß zeigen. Erkennt ihr das so? Das ist doch ein mega hübsches Bild, oder? Mit der bösen Hexe im Hintergrund. Ich fand das toll, hat mir gefallen. Weil ich auch die meistens irgendwie... Jeder feiert ja immer die guten, ne? Hier Cinderella, Aschenputtel und... Musst du so, egal. Und hier Schneewittchen und. Aber ich finde die Bösen eigentlich auch cool. Also auch hier seht ihr... Leim und Zupper. Ich finde es cool. Ich finde es einfach mega cool. Wir haben hier zwei Toolkits. Warum auch immer. Zwei Schälchen, zwei kleine Blabacks und zwei ganz normale Stifte. Hier werde ich jetzt aber die Steinchen zusammenlassen, weil hier haben wir schon ein bisschen mehr als wir beim anderen. Aber das ist jetzt nicht so extrem kunterbunt. Sieht man ja, es ist eigentlich so ein paar Farben gehalten, eigentlich ziemlich so Grautönen. Ich finde die mega hübsch. Zeige ich jetzt einfach mal so. Kennt ihr eigentlich? Sieht ihr selber, das sind dann schon so diese Töne, wo es gehalten wird, dieses Weiß und ein bisschen Blau, Grau. Also mehr große Farben sind nicht dabei. Das Größte an der Farbe, finde ich, ist eigentlich hier Rot. Ist hier zwischendrin, also ich weiß gar nicht, ob man das erkennt. Ich glaube nicht. Ach so, hier. Und Rosa, hier kennen wir noch ein paar Farben. Aber es ist jetzt nicht extrem wunderbunt. Aber mir hat das Bild auf jeden Fall gefallen. Finde ich voll süß. Finde ich mega. Jetzt zeige ich euch das letzte von DIY Choose. Ich zoome wieder etwas raus und hier haben wir das letzte. Ich zoome noch ein bisschen raus. Ich glaube, so reicht. Wir haben auch immer alles so tolle Bilder. Sich zu entscheiden ist dann immer echt schwer. Aber man findet trotzdem immer irgendwas. Genau. Jetzt haben wir dieses Bild. Das ist 30x60, also nochmal 30x60. Fangen wir da hier oben an. Weil ich finde die auch mega hübsch. Ich mache es jetzt ein bisschen schief, weil ich glaube, so erkennt man es am besten. Ja. Also die ist auch mega hübsch, hat mir auch total gefallen. So eine Totenkopffrau. Hat auch 24 Farben, aber ich finde die auch mega hübsch. Mega hübsch. Und das ist eine schöne Größe eigentlich. Also ich finde die hübsch. So hübsch. Die ist so hübsch. Das wäre so ein Bild. Wow. Sieht nämlich auch schöne Details. Ich zoome mal ran. Ihr kennt ja hier die Rosen und da oben haben wir so einen kleinen Totenkopf. Dann hier dieses im Gesicht, das eigentlich ist mega, die Ohrringe, Totenköpfe. Dann hier, es hat schon echt mega viele Details. Also das ist schon echt wow, das Bild. Das ist wow. W-O-W. Ich denke auch hier die Leinwand. Also auch hier. Ich hoffe, ihr kennt das. Ich denke schon. Da haben wir auch wieder tippitopp. Hier mal ganz groß viel Weiß. Aber passt. Qualität wieder top. Da hier haben wir. Ich finde die so hübsch. Wir haben hier ein Toolkit. Hier ist nur eins dabei. Es ist irgendwie voll strange, bei den 1 und 2 dabei. Hier ist nur eins dabei.
Zu viel für ein Toolkit mit normalen Stift und eine Platte Wachs. Und auch hier haben wir Steine, wäre ja komisch, bin ich, oder? Da haben wir, ihr seht ja auch, dass es jetzt auch nicht recht bunt ist, ist so schwarz-rot-weiß gehalten, da kennt man eigentlich auch ziemlich gut. Jetzt hat man hier halt so viele Steine, dass ich das jetzt keinen Bock habe, die hier unbedingt herauszuholen. Weil ich habe immer Probleme, die wieder reinzukriegen. Und das ist so, immer so nervig. Genau, und das war es eigentlich. Ich poste euch alles, was ihr wissen müsst, in die Infobox. Da könnt ihr gerne vorbeigucken. Das war sonst relativ schnell. Also ich muss das schon sagen. Und es war eigentlich alles tippitopp. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich mega freuen. Über jeden neuen Abonnenten und Kommentar auch. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Bild euch am besten gefallen hat, was eher euer Geschmack ist. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss, eure Franzi.